draußen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Claudia, mein Leben und mehr. So, ich habe Entzugserscheinungen. Ich muss euch ein Video zeigen, drehen. Und deswegen mache ich jetzt gerade mal eine Pause. Okay, gut, nochmal. Also, ich wollte euch ein Schminkvideo zeigen. Und zwar habe ich ja gestern meine Ausbeute bei Rossmann gefunden und habe diese schöne Guckt euch das an. Ja, ihr wisst, warum ich die kaufen musste. Aber die ist nicht nur von außen total schön, die ist auch von innen total schön. Und deswegen habe ich mich jetzt spontan entschlossen, obwohl ich im Urlaub bin, aber ihr seid mir das wert, das wisst ihr, ne? Ich werde jetzt jedenfalls ein kurzes Schminkvideo machen. Brille aus und ab die Post. So. Ja, so sehe ich aus. In voller Schönheit, voller Falten. Herrlich. So, ich fange an. Und zwar fange ich heute mal nicht mit meinem obligatorischen Beige-Ton an, sondern ich fange mit diesem unheimlich schönen Türkiston an und trage mir den einfach mal auf. Bin gespannt, wie die Pigmentierung ist, aber bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ich habe übrigens keine Lampe mit, deswegen ist es heute ein bisschen dunkler bei euch. Aber ich denke, das kriegen wir doch hin. Draußen sind nämlich die Vögel so laut. Da hört ihr mich nicht. So, das ist eine schöne Konsistenz. Ist so ein bisschen cremig, dieser Türkiston. So, ja, der ist gar nicht schlecht. Und dann verdunkel ich mit diesem Blauton hier. So, ich trage mir den auf und nehme ihn ein bisschen über den Knochen. Falls ihr da Kinder im Hintergrund hört. Wir sind direkt neben einem Kindergarten. Oh, Fallout des Todes bei dieser Palette. Oh naja, was erwartet man von 3,99? Jedenfalls werden da grundsätzlich Kinder geschlachtet in diesem Kindergarten, so wie es aussieht. So, abgedunkelt habe ich. Ja, das gefällt mir recht gut. So, ich nehme jetzt, ich nehme heute nur einen Pinsel. Ich bin im Urlaub. als nächste Farbe nehme ich diesen Orangeton und setze mir den neben das Dunkelblau. Mhm. Oh, der hat aber eine starke Pigmentierung. Okay. Ja, also nur so bis zur Mitte. Okay. Ich mache mir das ja einfach ein bisschen an der Hand weg. Jetzt nehme ich noch... Was nehme ich denn jetzt noch? Ich nehme diesen Schimmerton in die Mitte. Also in die Mitte vom Gesicht. Aber den sieht man irgendwie gar nicht. Außerdem wäre er gewöhnt von diesen Tönen. Ne? Das nehmen wir ja. Ich nehme also den Finger und nehme dieses Petrol auf. Die gefällt mir sehr gut, die Farbe. Und trage mir die in die Mitte vom beweglichen Lid. Ja. Da muss ich noch ein bisschen mehr nehmen.
verreibe mir das auch immer so ein bisschen mit dem Finger. Weil irgendwie... Also die Pigmentierung hier von dem Petrolton ist echt enttäuschend. Oder ich sehe es nicht. Das müsst ihr entscheiden, das weiß ich jetzt gerade nicht. Also es gefällt mir ganz gut, aber ich hätte es gerne krasser gehabt. Naja, gut. Jedenfalls bleibt jetzt nur noch der Inner Corner übrig. Ich nehme nochmal den Pinsel und nehme mir den hier auf. Und zwar ziemlich heftig jetzt mal. Und trage mir den im Inner Corner auf. Und der ist sehr staubig und eigentlich... Ach ja, geht aber. Und ziehe mir den wie immer hier so ein bisschen nach oben. So. Okay. Ich finde, das ist okay, der Look. Ich habe das Gefühl, ich hätte überall blaue Farbe. Aber so gefällt es mir ganz gut. Ich muss mal eben in den Spiegel gucken. So, was haben wir denn hier? Ach ne, es geht. Oh ne, das sieht gar nicht so übel aus. Gefällt mir gut. Okay. So, jetzt runden wir das Ganze noch ab mit ein bisschen Mascara. Entschuldige, dass ich nicht rede. Aber ich muss mich gerade konzentrieren, weil ich mein Licht eben nicht dabei habe. Aber ich finde, das sieht nicht schlecht aus. So, dann ziehen wir mal die Brille an und schauen. Ja, gefällt mir sehr gut. Als Lippenstift werde ich noch hier meinen Liebling von Alverde auftragen. Das ist der Matt Lipstick in Nummer 20, Magenta Love. Den finde ich sehr schön. Hier sind 100 Babyspatzen, die jetzt gerade hier rumkrakehlen. So, ihr Lieben, das gefällt mir sehr gut eigentlich. Ich bin also jetzt fertig für den Tag und ja, das war mein Look mit der Aqua Lagoon Eyeshadow Palette von Reval de Loop und der Glitzer läuft nach unten. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag, bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste und ja, wir sind schon 6 Tage im Urlaub, unfassbar. So schnell vergeht die Zeit, aber ihr werdet ja weiterhin von mir, hörst du auf? Ihr werdet ja weiterhin von mir versorgt mit neuen Videos. Es kommt eine neue Palettenparty raus. Ja, du bist ganz schön frech, du Kleiner. Wollt ihr den mal sehen? Hier, guck mal. Seht ihr den? Naja, ihr Lieben. So, passt auf euch auf, bleibt gesund und ich wünsche euch einen schönen Tag. War ein relativ kurzes Video heute, aber ja, mehr ist bei mir heute auch nicht zu machen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Das würde mich total freuen. Und wenn ihr sowas öfter sehen möchtet, dann
Abonniert mal gerne meinen Kanal. Also bei mir gibt es doch einiges an Schminkvideos und an Unboxings und ja, es wird, ich plane schon für nach meinem Urlaub echt nette Sachen für euch. Ihr Lieben, passt auf euch auf und habt einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.